freut mich, dass so zu später Stunde doch noch ein paar Leute eingetroffen sind. Ja, das ist schön. Ja, ich werde euch heute was, wie gesagt, über urbane Daten erzählen. Ich selbst bin vom Datenkompetenzzentrum für Städte und Regionen. Wir sind ein junges Unternehmen, das 2021 in Berlin gegründet wurde und unter anderem das Fraunhofer als einen Gesellschafter mit dabei hat, also das Fraunhofer Institut. Ich bin dort Consultant für urbane Daten und sozusagen bin dafür zuständig, urbane Daten in Städten in Anwendung zu bringen und habe selbst an der TU Dresden davor zu dem Thema geforscht, einerseits zu urbanen Daten, andererseits auch zum Thema digitale Partizipation, wie man das sozusagen in die Stadtplanung überführt. Ja, genau, wir sind noch ein junges Team von circa 10 bis 15 Leuten aktuell und unsere Mission, so sehen wir es, ist es, den flächendeckenden Einsatz von datenbasierten Lösungen zu schaffen und das eben, um nachhaltige und resiliente Städte zu ermöglichen. Dazu haben wir im Endeffekt drei Tools. Unser Haupttool ist eine Open-Source-urbane Datenplattform. Open Source bedeutet, sie liegt auf GitHub zur Verfügung und kann sozusagen angewendet werden. Hallo. Dann der zweite Teil ist unsere Beratung rund um die Plattform. Also da bin ich dann zum Beispiel auch zuständig dafür. Und wir vernetzen sozusagen in einer Community die Anwendungen, die wir entwickeln. Und die Community besteht aus Unternehmen auf der einen Seite, die solche Anwendungen auch mitentwickeln, und Städten beziehungsweise auch kommunalen Partnern. Unsere Hauptkunden sind eben kommunale Unternehmen und Kommunen, aber auch Regionen, die wir beraten. Ja, also Smart City ist irgendwie ein schwieriger Begriff immer wieder. Wir sehen die Smart City als zunächst mal menschzentriert, also das ist ganz wichtig, und eben als datenbasiert. Ja, wir wissen alle, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und die Städte, insbesondere die Themen Energiewende, Klimawandel, Verkehrswende, sind alles große Themen in den Städten. Und uns ist bewusst, dass Digitalisierung und Daten kein Selbstzweck sind. Aber datenbasierte Lösungen können helfen, urbane Lebensräume und die kommunale Daseinsvorsorge für Bürgerinnen und Bürger gemeinwohlorientiert und sicher und nachhaltig zu gestalten. Und wichtig ist dabei auch einfach, dass Kommunen und Städte es schaffen, selbstbestimmter zu werden, also dass sie einfach in der Lage sind, ihre sozusagen Daten auch wirklich einzusetzen und in Anwendung zu bringen, und dabei unterstützen wir sie. Wenn Sie möchten, kann das zum Beispiel auch auf Rechenzentren vor Ort passieren oder eben in der Cloud. Das sind so die zwei Möglichkeiten, wie wir das anbieten. Ja, nochmal so ein kurzer Erklärung, was sind überhaupt urbane Daten? Das ist so ein bisschen ein Begriff, der steht im Raum und wird auch immer wieder genannt. Zunächst mal kann man sagen, sie stehen in Bezug zur Stadt. Das ist ganz wichtig. Und sie haben mindestens zwei Faktoren. Der eine ist auf jeden Fall der Ort und ein Objekt. In dem Fall kann das zum Beispiel ein Gebäude sein, ein Objekt. Oder zum Beispiel kann es auch eine Sensormessung sein, also ein Wert, den ein Sensor misst. Und ein sehr wichtiger Wert ist auch die Zeit, die immer wieder als eine Größe dort enthalten ist. Und ein Beispiel dafür wäre dann sozusagen die Position eines Menschen in der Stadt zu einer bestimmten Zeit. Es gibt dann auch noch verschiedene Definitionen, unter anderem von einem Fraunhofer-Institut, das sozusagen es nennt, unter dem Begriff urbane Daten versteht man alle Arten von Daten, die im urbanen Kontext wichtig sind, unabhängig von der Datenlokalisierung, Datenhaltung und den darauf liegenden Schutzrechten beziehungsweise lizenzrechtlichen Anforderungen. Wie kann man Daten oder wofür kann man Daten strategisch einsetzen? Wir haben so vier Hauptpunkte, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine ist die Effizienzsteigerung in Städten, also wie kann man Infrastrukturen, aber auch Ressourcen wie Energie oder Wasser effizienter nutzen. Wie kann man das dann auch steuern, also Prozesse dann zum Beispiel mit Echtzeitdaten anpassen.
Oder eben auch die Frage, wie kann man durch mit Hilfe von Simulationen verschiedene Zukunftsszenarien bilden und dadurch bessere Entscheidungen treffen. Und ein wichtiger Schritt, den wir eben auch dadurch sehen, ist die Vernetzung der Menschen. Also unterschiedliche Menschen können als Experten für die eigene Stadt in die Gestaltung einbezogen werden. Das ist dann vielleicht so das große Thema Partizipation. Einen wichtigen Unterschied an der Stelle ist noch, den wir so in der letzten Zeit herausgefunden haben, ist, dass es einen Unterschied zwischen historischen Daten in der Anwendung gibt und Echtzeitdaten. Historische Daten werden eher für die Planung eingesetzt und Echtzeitdaten eher für das Management und die Steuerung. Dabei ist auch nochmal so die Unterscheidung notwendig, ab wann sind Echtzeitdaten Echtzeit? Man würde denken, sekündlich, aber das kann auch minütlich, stündlich bis hin zu täglich noch in den Begriff mit einbezogen werden. Und ab dann sind es eigentlich historische Daten. Ja, für alle, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so tief beschäftigt haben, aber es gibt verschiedene Smart City Domänen, die eben in diverse Einsatzbereiche der Stadt spielen. Hier habe ich mal so die wichtigsten Domänen aufgelistet. Es gibt hier aber auch keine generelle oder offizielle Benennung von irgendwelchen Domänen, sondern das macht ja jeder so ein bisschen oder definiert jeder so ein bisschen anders oder selbst. Wichtig bei der ganzen Sache ist auch immer wieder, das haben wir bei den Städten und Kommunen auch gemerkt, man muss ihnen auch erklären, was der Wert tatsächlich ist und wie kann man, also Daten in Wert darzustellen, ist gar nicht so einfach. Aber wir haben hier jetzt in verschiedenen Fällen, unter anderem in diesen verschiedenen Domänen, unter anderem Mobilität, verschiedene Studien betrachtet, die würde ich dann auch noch mitschicken im Anhang an die Präsentation. Und dort gibt es zum Beispiel in Oslo wurde es geschafft, dass 19% des Verkehrs sozusagen verringert wurde und dadurch konnten sie bis zu 50 Millionen Dollar Kosten senken, oder das war dann in Barcelona tatsächlich, Kosten senken pro Jahr. Oder bei der, es konnte sozusagen eine, in der Domäne Wasser, konnte zum Beispiel die Wassererhaltung um 25% in Barcelona geschafft werden oder verbessert werden und dadurch eine Ersparnis von circa 500.000 Euro pro Jahr erreicht werden. Genau, die anderen Zahlen seht ihr auch schon. Interessant fand ich auch noch das Thema Gemeinschaft. Dort wurde über eine Studie herausgefunden, dass zum Beispiel über ein Angebot von oder über digitale Angebote von Kommunen, also sogenannte E-Services, konnte die Verbundenheit oder das Verbundenheitsgefühl der Bürger um 13% gesteigert werden. Also das sind so harte Fakten oder irgendwie so zumindest Zahlen, die man immer gut nennen kann, um das greifbar zu machen. Ich werde euch jetzt im Folgenden so ein paar Anwendungsfälle vorstellen. Viele sind aus verschiedenen Städten, manche haben wir auch sozusagen beim DKSR selbst umgesetzt. Beispiele sind jetzt, die ich euch nennen werde, sowas wie ressourcenschonende Grünflächenbewässerung, digitale Steuerung von Gebäudeenergieverbräuchen, Steuerung des Verkehrs, Klimaschutzmonitoring, aber auch sowas wie Katastrophenmanagement und eben auch partizipative Anwendungen. Beispiele zum Beispiel im Thema Wasser und Klima, beim Ressourcenschonen, bei der Grünflächenbewässerung sind so Sachen wie das Smart Routing, zum Beispiel von Bewässerungsfahrzeugen, zum Beispiel indem sie wissen, welche Bäume wann bewässert wurden und wie viel Wasser die Bäume benötigen. Und dadurch können personelle Ressourcen, Kraftstoffe, aber auch Wasser eingespart werden und eben auch die Emissionen gesenkt werden. Es gibt auch Sensoren, die zum Beispiel die Feuchte von Bäumen messen und so sozusagen tatsächlich auch die Bedarfe der Bäume bemessen können. Dementsprechend kann sozusagen auch ein Smart Routing umgesetzt werden. Oder eine App, die wurde, glaube ich, oder wird sogar gerade aktuell parallel vorgestellt, ist Gieß mein Kiez vom CityLab Berlin. Und dort können Bürgerinnen mit einbezogen werden, sie werden motiviert, die Stadtbäume zu gießen tatsächlich. Und das ist auch eine Förderung des Nachhaltigkeitsbewusstseins.
Ein Anwendungsfall aus Essen, dort war sozusagen das Ziel, die Versorgung der 200.000 Essener Stadtbäume zu verbessern und den Trockenstress und das Baumsterben zu verringern. Und die Lösung war eine Kopplung von Satellitendaten über Trockenstress mit Daten aus Bodenfeuchtesensoren. Und dadurch konnte der tatsächliche Bewässerungsbedarf ermittelt werden. In dem Fall haben sie es mit 80 ausgewählten Stadtbäumen erstmal getestet und besonders schützenswerte Bäume mit Sensoren ausgestattet. Vorteile liegen, denke ich, auf der Hand. Das ist eben Senkung von Kosten, von Emissionen, Personaleinsatz wiederum und auch eben Bäume vom Sterben zu erhalten. Dann gibt es auch das Thema sozusagen das smarte Routing für die Abfallentsorgung. Ein Beispiel aus Ludwigsburg, dort wurden dann Abfallbehälter mit Kameras ausgestattet. Müssen nicht unbedingt Kameras sein, es können auch verschiedenste Sensoren sein, die sozusagen den Füllstand von Mülleimern oder Papierkörben messen können. Und das kann dann sozusagen mithilfe dieser Daten können eben optimale Routen für die Verkehrsreinigung bereitgestellt werden und eben auch wieder Ressourcen und Ressourcen gespart werden, Energie gespart werden. Genau. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel von einem Unternehmen, das nennt sich das Urban Institute. Die haben ein Urban Cockpit entwickelt, so ein sogenannter Klimaschutzmonitor für Bad Hersfeld. Und man sieht jetzt hier schon ganz schön, es gibt sozusagen aus den verschiedensten Domänen hier Werte, die einem angezeigt werden, Daten, die dort reinfließen, die sozusagen den aktuellen Stand der Emissionen darstellen. Hier kann man sich natürlich immer fragen, wozu ist sowas da, was macht man damit? Das Ganze nennt sich dann meistens so Bürgermeister-Dashboard. Das ist tatsächlich eher was als kommunikatives Mittel genutzt wird. Aber man kann schon sagen, dass die Daten dahinter, wenn sie in die Anwendung gebracht werden und nicht nur visualisiert werden, natürlich Mehrwerte, insbesondere auch in den Entscheidungen für Politiker treffen, bieten können. Ja, ein anderes Beispiel ist der Bereich Verkehrsinfrastruktur. Hier geht es um den Individualverkehr und wie kann man den emissionsärmer gestalten und Alternativen schaffen. Und da gibt es dann Beispiele einmal im Parkraum in der Infrastruktur, also das ganze Thema Smart Parking, wie sozusagen Parkplatzbelegungen optimiert werden können. Das Thema der E-Ladesäuleninfrastruktur, also Verbesserung des Angebots für emissionsarmen E-Autoverkehr. Dann Sharing Mobility ist ein ganz wichtiges Thema, das man verbessern kann und verbessern muss. Zum einen, wie kann es sozusagen effektiver eingesetzt werden und wie kann es auf der anderen Seite aber auch sozusagen den Straßenraum nicht behindern. Und dann gibt es auch noch das Thema Radwegeoptimierung. Da gibt es zum Beispiel Themen wie Mängelmelder, wo Bürger über Apps schon Probleme melden können oder Fahrradstraßen können mit Sensoren abgefahren werden. Dadurch werden dann zum Beispiel Unebenheiten in den Wegen gemessen. Genau, aus dem Bereich stelle ich euch jetzt einen Prototyp von uns vor, den wir mit der Stadt Köln durchgeführt haben. Hier ging es um ein Mikromobilitäts-Dashboard. Also die Stadt Köln wollte zum einen sehen, wie man viele verschiedene Datenquellen vernetzen kann, die sie bereits haben. Und zum anderen wollten sie eine Metrik entwickeln, zunächst mal eine einfache Metrik, mit der man sozusagen sehen kann, wie gut die Positionierung dieser verschiedenen Sharing-Mobility-Angebote sind. Das waren zum einen E-Roller und zum anderen Sharing-Fahrräder. Und im Endeffekt haben wir dann daraus zunächst mal abgeleitet, es gab kritische Fahrräder, die standen dann in einem, ich glaube, irgendwie länger als einen halben Tag an bestimmten Orten. Und es gab die unkritischen, die relativ häufig bewegt wurden. Und dann gab es noch die semikritischen, die sozusagen in der Nähe von Sehenswürdigkeiten waren. Dort ist sozusagen die Frequenz höher. Das war jetzt zunächst mal die Annahme, von der wir ausgegangen sind. Dadurch konnten, das ist sozusagen diese Metrik, die wir dort entwickelt haben. Das ist ein erster Prototyp, auf dem wir in nächsten Schritten aufbauen werden. Aber hier sieht man insbesondere die Vernetzung verschiedener Datenquellen über eine Plattform.
Ein anderes Beispiel war das Monitoring der Belegung von E-Ladesäulen. Hier haben wir auch sozusagen zwei Datenquellen genutzt. Zum einen die sozusagen die Daten aus den E-Ladesäulen selbst und zum anderen die Parkbelegungsdaten über Parkplatzsensoren und haben die sozusagen übereinander gelegt und können so auch in Echtzeit dann feststellen, wenn tatsächlich eine Ladesäule belegt ist und jemand lädt, dann wissen wir, dass sie tatsächlich belegt ist. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass eine Ladesäule, dass jemand sozusagen davor steht und nicht lädt und dann ist sie nicht belegt, aber dann hat man zum Beispiel einen Falschparker, der dann wiederum sozusagen anderen Leuten, anderen E-Fahrzeugen die Fläche nimmt, um laden oder tanken zu können. Und das hilft den Städten dort sozusagen Maßnahmen zu ergreifen. Genau, ein anderer Bereich ist sozusagen die digitale Steuerung von Gebäudeenergieverbräuchen. Dort gibt es verschiedene Technologien zur Einsparung der Energien, unter anderem Smart Meter, die sozusagen langsam vermehrt kommen. Dadurch kann man in Echtzeit steuern und die Nachfrage auch bestimmen. Es gibt auch das Thema der dynamischen Strompreise. Also das heißt tatsächlich, je nach Auslastung und Bedarf werden die Strompreise angepasst, eben auch je nach Verbrauchsspitzen. Dann gibt es das Thema wiederum der Visualisierung der Energieverbräuche oder auch der, also mit dem Zweck, die Bevölkerung oder die Nutzenden zu sensibilisieren. Beispiel, es gibt ein ungewöhnliches Nutzungsverhalten oder einen Anstieg, Anstieg der Energie, der ungewöhnlich ist, und das kann dem Gebäudenutzer oder dem Bewohner einer Wohnung mitgeteilt werden, um so darauf reagieren zu können. Ja, und dann gibt es auch noch intelligente Beleuchtungssysteme als ein weiteres Beispiel. Also intelligente Straßenlaternen, die sozusagen auf die Menschen reagieren, die vor Ort sind. Wenn keine dort sind, sind sie auch nicht an. Dadurch wird Energie gespart. Ja, ein Beispiel aus Barcelona ist noch das smarte Energiemanagement in kommunalen Gebäuden. Dort wurde eine Software entwickelt und interne Daten mit externen Variablen verknüpft und mit der Gebäudeleittechnik verbunden und so auch sozusagen die erforderlichen Daten extrahiert. Und so konnte ein Vorhersagemodell des Energiebedarfs oder des Energiebedarfs des Gebäudes entwickelt werden. Und so kann aktuell tatsächlich schon sehr viel CO2-Emissionen für diese Gebäude eingespart werden oder kann CO2 eingespart werden. Ein letztes Beispiel, das ich jetzt noch gebe, ist das Thema des Gulli-Monitorings, was tatsächlich auch ein Problem ist, dass die Gullis häufig verstopft sind und dadurch das Wasser nicht abfließen kann, insbesondere bei Hochwasserereignissen. Und ein Beispiel aus Dublin ist sozusagen, dass diese Gullis mit Sensoren ausgestattet wurden über ein LoRaWAN-Netzwerk, ein sogenanntes, wurden die Daten an Entscheider, in dem Fall einen Stadtrat, übermittelt. Und der hat dann entschieden, oder der kann dann sozusagen vor Ort Leute, zum Beispiel die Straßenreinigung, an diese Stellen schicken, um dort zu agieren. Ich denke, die Vorteile sind an sich auch wieder selbsterklärend. Genau. Jetzt ist sozusagen, ich habe euch viele Lösungen gezeigt, die es gibt, und jetzt ist so die Frage, bestehende Lösungen replizieren mit urbanen Datenplattformen. Also es gibt viele Lösungen inzwischen. Und die Frage ist, oder eine große Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass diese Lösungen auch repliziert werden und nicht von jeder Kommune wieder eine eigene Lösung entwickelt wird. Und da sehen wir uns, also das DKSR, das Datenkompetenzzentrum für Städte und Regionen, als ein Unternehmen, das die Datensilos aufbricht. Also das heißt, es gibt verschiedene Unternehmen, die diese Sensoren anbieten, und die sind aber in Datensilos vorhanden. Und wir schaffen es mit einer Datenplattform, die wir anbieten, sozusagen diese Datensilos oder diese Daten anzubinden, dieser Erstplattform, und dann sozusagen zu verknüpfen auch und zu vernetzen.
Und ja, der Zweck dahinter ist sozusagen, schnell und effizient die Daten auffindbar zu machen, souverän und sicher teilbar zu machen und strukturiert und vernetzt nutzbar zu machen. Hier ist mal ein Beispiel, wie das Ganze sozusagen in einer schönen Visualisierung dargestellt werden kann. Also es gibt verschiedene von diesen Anwendungsfällen, von diesen Erstplattformen, und die können, sagen wir mal, als Bausteine sozusagen mit an die DKSR-Plattform angeknüpft werden, und die Daten werden innerhalb der Plattform dann verarbeitet und verknüpft für verschiedenste Anwendungsfälle, die eben die Städte benötigen. Ein wichtiger Punkt hier ist, dass sozusagen der Nutzen auch mit der Anzahl der Anwendungsfälle steigt. Mit einem Anwendungsfall auf so einer vernetzenden Datenplattform wird es ziemlich schwierig, den Nutzen für die Städte zu amortisieren. Und wir betrachten hier auch nicht nur den monetären Nutzen, sondern eben auch den ökologischen und sozialen Nutzen. Das ist immer was schnell vergessen wird, aber Städte müssen das mehr in sozusagen ihre Kalkulation mit einkalkulieren. Und dementsprechend sieht man, je mehr Anwendungsfälle draufkommen, desto höher wird der Nutzen für die Städte und eben auch für die Bürgerinnen. Deswegen bieten wir eben als DKSR auch eine Community an, so nennen wir das. Hier ist nochmal so der Punkt, was ich gerade schon gesagt habe. Es wird, oder in den letzten 5 Jahren wurden ganz viele Forschungsprojekte im Bereich Smart City initiiert, oder in den letzten 10 Jahren inzwischen fast. Und die ganzen Anwendungsfälle wurden von den Städten immer und immer wieder neu entwickelt. Und es sind sehr ähnliche Anwendungsfälle. Und was wir schaffen wollen, ist sozusagen diese Anwendungsfälle von anderen Städten, einer Stadt, die Interesse hat, einfach und kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir eben, indem zum einen unsere Plattform Open Source zur Verfügung steht, also sie kann auch weiter genutzt werden. Und die Anwendungsfälle werden auch per Code, wenn die Stadt, die das entwickelt hat, möchte, auf GitHub bereitgestellt für Städte, die in der Community sind. Das heißt sozusagen, Städte können relativ einfach Anwendungsfälle replizieren oder adaptieren, wenn sie sozusagen in unserer Community sind. Genau, ich glaube, die Vorteile von Open Source muss ich hier nicht unbedingt auflisten, aber ich habe es jetzt nochmal genannt. Also es ist eben eine transparente Bereitstellung des Codes, eine Kompatibilität mit anderen Plattformen und auch eine maximale Selbstbestimmbarkeit und Flexibilität für die Kommune selbst. Genau, wie schon gesagt, wir bieten den Plattformcode öffentlich einsehbar an, und die Plattform kann nach Bedarf mit mehr als 100 bestehenden Konnektoren. Also das heißt, das sind Module, die an die APIs dieser Erstplattformen andocken und die Daten von diesen APIs sozusagen abgreifen. Da haben wir schon ein Set an Konnektoren, das sozusagen auch günstig genutzt werden kann, sobald schon ein Konnektor schon einmal entwickelt wurde. Dann ist das Ökosystem eben wichtig, das ich gerade erklärt habe. Also das ist die Community dahinter. Und wir bieten eine Datensouveränität. Das heißt, die Kommunen behalten die Hoheit über ihre Daten, und wir agieren dabei als Datentreuhänder für die Kommunen. Genau, als Fazit nochmal zusammenfassend kann ich sagen, es gibt bereits viele datenbasierte Lösungen von und für Städte und Kommunen. Und die Herausforderungen der Städte sind häufig ähnlich und häufig auch schon bekannt. Ich sage nicht, dass es schon komplett alles gibt, aber viele Dinge sind bekannt. Und häufig werden eben ähnliche Lösungen von den Städten wieder und wieder neu entwickelt. Und das Rad wird jedes Mal wieder neu erfunden. Wir benötigen daher natürlich noch Innovation, aber auch verstärkt die Replizierung der bestehenden Lösungen. Und so können urbane Daten nachhaltig und kostenschonend Mehrwerte für das Gemeinwohl bringen. Und eben datenbasierte Lösungen müssen aber auch immer in einem Bündel mit klaren Maßnahmen kommen. Also Daten allein und auch Wissen aus den Daten reicht nicht, sondern es müssen Maßnahmen getroffen werden. Das kann zum einen über technische Systeme automatisiert funktionieren, zum anderen sind es aber auch Entscheidungshilfen für Politiker und Entscheider, wie man sozusagen nachhaltige Antworten findet. Ja, danke schön für eure Zeit. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Und habt ihr Fragen? Gibt es Fragen zu dem Thema? Gerne. Erstmal
für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag. Genau, ich habe jetzt hier noch ein schönes Mikro. Ich sehe Handzeichen. Vielleicht geht es direkt hier mal von vorne. Die Dame zuerst. Ja, okay. Dankeschön. Gut, ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Erste Frage nochmal vorweg, ich bin ein bisschen später gekommen. Ist das richtig, Sie sind ein Unternehmen? Wir sind ein Unternehmen, okay. Ja. Sie sind dann Datentreuhänder, das heißt, Sie geben die Daten auch wieder her, falls die Stadt sich überlegt, mit einem anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Oder ist das dann so eine Verbindung, die man dann für ewig irgendwie... Die Stadt ist komplett frei in ihrer Entscheidung, auch jemand anders wieder zu nutzen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, sobald sich Städte auf Infrastrukturen festlegen, ist es immer wieder schwierig zu wechseln. Also nicht so viel Interoperabilität, wie Sie angekündigt hatten eben. Aber eine andere Frage. Ich stelle mir vor, da ist so eine Gemeinderatssitzung, ne? Und die Politiker sollen irgendwie eine Entscheidung treffen. Sie halten ihren Vortrag und erzählen was über die Daten und die Analyse. Dann bleibt mir doch als Bürgerin eigentlich nur Ihnen zu vertrauen. Und woher, verstehen Sie, also wo bleibt Transparenz an der Stelle für Menschen, die dann quasi mit diesen Entscheidungen leben sollen? Das finde ich also einen ganz schwierigen Punkt, dass wir immer mehr, es wird undurchschaubarer und wir müssen unendlich viel Vertrauen, und zwar egal, welche Partei gerade dieses Stadtparlament führt, aufbringen, wenn die auf der Grundlage so einer Auswertungen Entscheidungen treffen. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Und die Datenschutzfrage würde mich auch noch interessieren. Klar, also das Thema ist immer eine große Frage, wie man die Daten transparent darstellt. Im Endeffekt. Ja, also zunächst mal kann man ja sagen, die Daten, die wir hauptsächlich verarbeiten, kommen aus Sensoren. Also das sind Sensordaten, die auf eine gewisse Weise eine gewisse Wahrheit oder eine gewisse Aussage darstellen, die wir dann aufbereiten und sozusagen dann, deswegen meinte ich zum Beispiel auch bei dieser Visualisierung, diese Dashboards hier, zum Beispiel so ein Dashboard, nutzt eben dann der sozusagen zunächst mal der Kommunikation. Und wichtig ist eben auch, dass die Sachen dann erklärt sind, sobald sie an den Bürger gehen. Also dass man auch erklärt, was steht jetzt hinter diesen einzelnen Metriken oder auch sozusagen, dass die Erklärungen dieser Metriken mit dabei beschrieben werden, sodass man sie nachvollziehen kann. Man muss aber auch sagen, dass es häufig so ist, dass die noch gar nicht an die Bürger rausgehen, sondern dass es zunächst mal auch was Internes ist für die Städte zur Entscheidung. Das ist gibt beide Seiten. Das müssen die Kommunen und Städte tatsächlich selbst entscheiden. Danke. David, danke für den Überblick erstmal. Ich bin Yannick aus dem CityLab und mein Team hat Gieß den Kiez entwickelt. Ich komme tatsächlich ein bisschen später aus einer Veranstaltung jetzt von gerade, wo es um Leipzig gießt ging. Also es stößt auf Riesenresonanz. Wir haben selber total viele Anfragen von anderen Kommunen. Deswegen sprichst du mir hier aus der Seele, wenn es ums Teilen oder das Teilen von Wissen, von Daten auf Plattformen geht. Ihr habt jetzt schon viel Erfahrung gesammelt als DKSR. Welche öffentlichen Träger kommen dir noch in den Sinn auf föderaler, auf Bundesebene, um diesen Erfahrungsaustausch auf lokaler, auf kommunaler Ebene vielleicht auch zu stärken? Oder gibt es das vielleicht schon? Oder vielleicht sogar konkreter, hast du auch Projekte, habt ihr Projekte gehabt, die jetzt schon in 2, 3 Kommunen auch wirklich geteilt und angewandt wurden? Also die erste Frage zielt sozusagen darauf ab, wie man das auch Bürgerinnen sozusagen vermitteln kann oder, also da würde ich sagen, man müsste wahrscheinlich stärker zu Vereinen auch gehen, man müsste stärker mit Vereinen, lokalen Vereinen zusammenarbeiten, die sozusagen auch in der Stadtbevölkerung sind. Es gibt ja auch das Konzept der City Manager, die viele Städte jetzt inzwischen sozusagen in den Quartieren haben und ich denke, dort benötigt es viel Kommunikation einfach auch zur Bevölkerung über solche zum Beispiel über solche City Manager oder EVs, die es schon in den Quartieren selbst gibt. Das passiert aber aktuell auch bedingt. Es muss tatsächlich, am Ende müssen die Kommunen das entscheiden. Und es gibt so diesen Bereich der Bürgerinnenpartizipation, also die Gieß mein Kiez ist auf jeden Fall so ein Thema.
Und dann gibt es eben auch die Bereiche, wo zunächst mal, wo wir jetzt eher drin sind, automatisiert Daten verarbeitet werden. Und da würde ich schon sagen, da könnte man noch mehr kommunizieren, auch sozusagen auch zu den Bürgerinnen hin. Was war deine letzte Frage? Ob es Projekte gibt, die auch wirklich schon geteilt wurden, die von Kommunen mehrmals schon vielleicht übernommen wurden? Wir sind gerade dabei, aber ehrlicherweise, wir sind seit einem Jahr aktuell im Start und haben jetzt ein Projekt, das wir noch replizieren werden, das wir schon umgesetzt haben und noch in eine weitere Stadt replizieren werden, aber bisher ist das noch nicht passiert. Danke dir. Mein Name ist Josephine. Magst du einmal zu der Slide gehen, wo es um die Mehrwerte ging, um monetär, ökologisch, sozial? Weil das sieht ja natürlich ganz nett aus. Du hattest so eine Grafik, das sich so aufeinander aufgebaut hat. Ach so, okay, ich weiß welche. Ja, genau. Und ich fände es cool, einfach nur mal ein bisschen mehr darüber zu sprechen, weil das nehme ich an, ist einfach so die Theorie und passiert ja nicht einfach so. Mich würde interessieren, also wie ist deine Perspektive, auf was für Anwendungsfälle denn besonders interessant wären im urbanen Kontext und was ist euer Verständnis von sozialen Nutzen und auch ökologischen? Also magst du da einfach noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Das wäre cool. Danke. Gerne, ja. Also ich denke, alle diese Anwendungsfälle sind sozusagen relevant. Also es geht insbesondere bei dem Thema um Ressourcenschonung. Und das kannst du ja wirklich auf alle sozusagen Bereiche auffächern. Das ist zum einen monetär darstellbar, es ist ökologisch darstellbar und natürlich auch auf eine gewisse Weise sozial darstellbar. Klar ist das sozusagen jetzt was, das liest sich schön und wir merken auch, dass es ist schon super schwer, einen Anwendungsfall sozusagen überhaupt monetär darzustellen. Und man muss auch sagen, dass das dass das zum Beispiel Städte und Stadtwerke auch benötigen. Sie müssen das, so funktioniert die Wirtschaft. Sie müssen Anwendungsfälle monetär beschreiben können. Und das ist an der Stelle einfach, ist nicht so einfach, das überhaupt darauf runterzubrechen, weil man erstmal testen muss, evaluieren muss. Und erst wenn es in die Anwendung kommt, kann man dann tatsächlich sehen, was es gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet, aber es ist, ich hoffe doch. Also ich hätte noch gern ein paar Erläuterungen zu, was bietet jetzt eure Plattform im Vergleich zum Beispiel TTN oder Element? Also weil du vorher unsere Daten sind hauptsächlich aus Sensoren gesagt hast. Dann in welcher Art und Weise kann man irgendwelche eigenen Auswertealgorithmen einbauen? Kann man da irgendwelche Plugins reinmachen? Sieht man die auch? Und muss die Stadt bei euch den Service kaufen oder lassen die eure Software auf ihrer Kiste laufen? Also im Vergleich zu anderen Plattformen ist es so, dass wir sozusagen, also die Elements-Plattform funktioniert, das ist jetzt sehr technisch für die, die es nicht wissen, aber ich glaube, das ist eine LoRaWAN-Plattform, die sozusagen direkt Sensordaten sozusagen von verschiedenen LoRaWAN-Sensoren anknüpft. Wir sind eben darauf spezialisiert, Konnektoren zu haben, die wirklich an jede Plattform anbinden können, also an jede andere Plattform auch und sind somit relativ, sagen wir mal, generisch unterwegs, breiter unterwegs, genau, und sehen uns so ein bisschen als das Backbone dieser Dateninfrastruktur. Was waren die anderen beiden Punkte? Ja. Genau, ja, also es gibt sozusagen, man kann die Plattform erweitern, das ist jetzt auch wieder technisch, aber man kann zum Beispiel Module wie Spark, das sind so Big Data Module, dort anbinden, das ist auch Open Source und Apache Spark. Wir selbst nutzen eine Event Complex Processing Engine, die sozusagen Echtzeitdaten sehr gut verarbeiten kann. Und dafür gibt es auch eine Sprache, die offen zur Verfügung steht, mit der man diese Analysen schreiben kann. Genau. Das ist tatsächlich freie Wahl.
Ist Cloud agnostisch, also wir können es einerseits auf der Cloud bieten, aber wenn die Städte das wollen, kann es auch auf die Server gebracht werden. Muss man aber auch sagen, dass die Städte das meistens nicht wollen, weil es auch einfach aufwendig ist, das auf eigenen Servern zu betreiben. Ja, hallo, Clemens von der T-Systems. Ich glaube, das ist gerade beantwortet, aber das ist Software as a Service, es ist in der Cloud möglich, es ist on-premise möglich. Also das ist beides unabhängig. Genau. Okay. Ja, beides. Und es hat mich sehr erinnert, falls du das kennst, das GovTech-Startup Politea. Falls du es kennst, was ist da der Unterschied vielleicht zu der Plattform? Ja, ich kenne Politea, die entwickeln tatsächlich aus meiner Sicht hauptsächlich Analysekomponenten und Auswertungstools. Wir sind eher im Bereich der Infrastruktur unterwegs und sagen, also wir stellen die Plattform und wir haben eben auch die Möglichkeit, über unsere Community viele verschiedene Anbieter anzubinden und eben, ja, also es ist eigentlich schon ein ziemlich großer Unterschied, weil die eher im Bereich der Services, der Analyse-Services unterwegs sind und wir in der Infrastrukturbereitstellung. Ah, da gibt es noch eine Frage. Also die Analyse-Services setzen bei uns meistens auf der Plattform auf, die es sozusagen auch schon gibt. So, bin ich gleich da bei Ihnen. So, noch eine Nachfrage? Danke. Ich hätte noch eine nicht technische Frage. Ich bin übrigens Andreas vom OK-Lab aus Karlsruhe. Ja, hallo. Habt ihr bei euren Kontakten zu den Städten, kriegt ihr da irgendwie mit, welche Stadt bezieht Bürgerbeteiligung zum Beispiel, also Bürgerbeteiligungsverfahren, in die Thematik Smart City mit ein? Tut es überhaupt eine? Und ja, ich meine, wenn man sagt Smart City, manche wollen, glaube ich, den Fan-Out vergrößern mit irgendwelchen, also sie wollen die Bürger bewerfen mit irgendwelchen Sachen, aber keine Stadt meines Wissens hat auch überhaupt noch mal dran gedacht, was passiert denn, wenn da jetzt auf einmal 10.000 Leute Feedback machen? Wie viel Personal muss ich denn da einstellen, um das auszuwerten? Ja, also ich würde sagen, alle Städte, die sich mit Smart City beschäftigen, haben eine oder versuchen zumindest eine Strategie zu haben, wie Bürger einbezogen werden. Also die Frage ist, ob das umfänglich ist. Da würde ich sagen, umfänglich ist es bei den meisten nicht, sondern viele versuchen es, aber es ist tatsächlich auch ein Ressourcenthema bei den Städten, das überhaupt angehen zu können. Man sieht jetzt bei diesen Modellprojekt Smart City Städten, den MPSC Städten, dass sie das schon einfach besser hinkriegen, weil sie auch die Ressourcen bekommen haben und dadurch teilweise auch schon Data Teams aufgebaut werden, was einfach schon ein großer Unterschied ist zu Kommunen, die das dann nicht können und tun. Also, aber ich würde sagen, ja, jede denkt Bürgerbeteiligung auf irgendeine Weise mit. Okay, ich sehe hier noch zwei Fragen. Noch drei, haben wir noch ein paar Minuten, dann bitte für Sie. Nur noch einmal ganz kurz, ich hatte vorhin den Begriff Datenschutz noch in den Raum gesetzt, ob Sie dazu noch was sagen können, weil Sie hatten vorhin so ein Beispiel, Strom ganz hoch und so, und dann informieren wir den Bürger. Also da muss ja sozusagen irgendwie ein Prozess vorangegangen sein, der über eine Einwilligung oder wie auch immer das möglich gemacht hat. Ja, also Datenschutz ist zunächst mal eine ziemlich technische Sache. Wir betrachten den Datenschutz und das ist ein sehr relevantes Thema, weil es eben kommunale Daten sind oder sogar teilweise kritische Daten werden können. Deswegen ist es ganz wichtig, wo die Daten sozusagen gehostet werden und wie sozusagen dann die Cloud-Infrastruktur aufgebaut wird. Da müsste ich aber dann tatsächlich an unsere Techniker eher verweisen, um das im Detail beschreiben zu können. Wenn Sie sagten vorhin ein Beispiel, dass Sie dann den Bürger informieren, wenn auf einmal ganz viel Stromverbrauch ist, dann muss da ja irgendwo auch eine Einwilligung des Bürgers sein, dass er von Ihnen angesprochen werden will. Muss es auch geben, klar. Die Anwendungsfälle, die ich jetzt genannt habe, waren erstmal so ein Beispiel, eine Bandbreite, was es geben kann. Wir haben davon noch nicht alle umgesetzt, sondern wir hatten nur einige umgesetzt. Und man muss das in jedem Anwendungsfall sozusagen betrachten, explizit für den Anwendungsfall. Ich kann jetzt zum Beispiel beim Gebäudeenergieverbrauch noch nicht viel dazu sagen, weil wir es selbst noch nicht umgesetzt haben, aber man muss natürlich sehen, dass die Daten, also dass die zum Beispiel personenbezogenen Daten sicher gehalten werden. Und da gibt es auch zum Beispiel Themen wie Datenkataloge dafür als Tools, wo man dann Zugriffsrechte verteilen kann. Da gibt es auch wieder Technologien, zum Beispiel der Datengebende kann entscheiden, wer welche Daten bekommt.
Und das ist aber wirklich immer von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Da haben wir Technologien, mit denen wir langsam sozusagen vorangehen, aber die sind sozusagen nur für die speziellen Anwendungsfälle aktuell im Einsatz. Ja, dann hier vorne. Das heißt jetzt irgendwie urbane Daten, du redest aber von Städten und Gemeinden, spricht irgendwas dagegen, nicht urbane Gebiete datenmäßig zu erfassen und irgendwie auszuwerten? Gute Frage, ja. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich ganz am Anfang hier als so eine Definition mit reingebracht habe. Das ist irgendwie so, es ist so ein Begriff, der steht im Raum, der kommt, man könnte sie auch Stadtdaten nennen. Ich habe hier mal so eine Definition, ich habe gesagt, okay, es sollte in Bezug zu einer Stadt, zu einer Gemeinde sein, die muss nicht unbedingt urban sein. Also das, wenn du sagst, eine dörfliche Gemeinde ist nicht urban, dann sind es trotzdem Stadtdaten, die sozusagen die Faktoren haben, sie haben einen Ortsbezug, sie haben ein Objekt, was dahinter steht und sie haben auch einen Zeitbezug meistens. Und dann kann man sie als urbane Daten klassifizieren. Ist aber tatsächlich eine Frage, wo man da die Grenze zieht. Vielleicht ist es mit Stadtdaten oder städtischen Daten klarer. So, und damit haben Sie hier die letzte Frage. Bitte schön. Die erste Frage bei dem bisher bestehenden System, wie lange haltet ihr die Daten? Also wie werden die auf ewig gespeichert? Dann aufbauend auf die Frage vorhin, Dateninteroperabilität, sind die Daten herunterladbar in einem interoperablen Format? Und habt ihr in eurem Daten- oder Sensorportfolio bis jetzt Daten zur hydrologischen Leistungsfähigkeit von Daten zur hydrologischen Leistungsfähigkeit von Fließgewässern mit drin? Bitte gib mir noch mal die erste Frage. Wir machen es Stück für Stück. Dann. Ja, wie lange speichert ihr die Daten in dem bisherigen System? Das ist tatsächlich abhängig vom Kunden. Also sobald der Kunde uns nicht mehr beauftragt hat, die Stadt, dann wird es abgeschaltet und die Daten werden gelöscht. Wenn man sie, also das ist sozusagen, muss die Stadt selbst entscheiden, wie lange sie die Daten halten will. Genau. Das heißt, in bisherigen Aktionen, die ihr bis jetzt habt, habt ihr euch noch nicht über eine Datenhaltungsdauer verständigt? Es kommt tatsächlich auf die Kommunen drauf an, wie lange sie halten wollen. Das ist. Aber ihr habt das doch schon in Umsetzung in einigen Städten. Wir haben Prototypen in der Umsetzung. Also genau, bei diesen Prototypen habt ihr euch nicht auf eine Dauer verständigt? Solange wir den Prototypen betreiben. Alles klar. Und das ist die zweite Frage war nach Datenexportmöglichkeiten in interoperablen Formaten. Gibt es, also man kann über die Plattform, gibt es Schnittstellen, wo man dann entweder in Echtzeit die Daten abfragen kann oder über eine historische Schnittstelle kann man sie dann auch über verschiedene Tools abfragen, downloadbar, ja. Kann man schon. Ist halt die Frage, man muss auch sehen, wenn Echtzeitdaten kommen teilweise vielleicht minütlich rein und dann muss man die sozusagen auch minütlich betrachten oder es ist dann ein großer Datensatz, den man dann runterladen will ja, und muss. Ja, na klar, so das korreliert ja mit der Datenspeicherung. Ja, genau. Die letzte Frage war nach den bisherigen Sensoren. Habt ihr Sensoren zur hydrologischen Leistungsfähigkeit? Was für eine Leistungsfähigkeit? Zur hydrologischen Leistungsfähigkeit von Fließgewässern. Hydrologisch. Ja. Also wir selbst haben keine Sensoren tatsächlich. Also wir binden Sensoren von Zweitfirmen an oder von Erstfirmen. Deswegen, wenn es die Sensoren gibt, dann haben wir sie theoretisch. Aber wir sind kein Sensorhersteller oder irgendwas Ähnliches. Okay, das heißt, für das Datendashboard müsst ihr für jeden Sensor dann immer nochmal extra konfigurieren, wie die dargestellt werden sollen, was an Daten reinkommt. Ja. Okay, genau. Danke. Bitteschön. So, dann vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, auch im Namen aller, die im Saal und im Stream. Danke, ja.